Freunde des gepflegten Brettspiels. Wir sind hier in Essen und haben hier den Mario, der für uns Dodoresk erklärt. Das erste physische Exemplar, was wir hier haben. Sehr richtig. Das ist das erste physische Exemplar von unserem schnellen, lustigen Kartenspiel Dodoresk. Dabei geht es darum, dass man eben die Rolle eines Dodos übernimmt. Und man hat das Ziel, das schönste Nest eben von allen zu bauen auf der kleinen Insel. Und um eben dahin zu kommen, zieht man aus in diese drei Abenteuerkartenstapel und erlebt eben Abenteuer, um eben Materialien zu sammeln. Wie hier eben den Fishbone zum Beispiel oder auch eine Dodo-Feder von einem rivalisierenden Dodo zu klauen. Und da muss man sich eben durchschlagen, weil die kleinen Dodos sind eben doch nicht so stark. Man hat hier die speziellen Aktionskarten, die man eben auf der Hand hat und sie ausspielen kann, um dann eben hier ranzukommen. Zum Beispiel hier die Dodo-Feder, da muss man eben kämpfen, sieht man hier an diesem Boxhandschuh. Und da wäre zum Beispiel hier der Dodo-Lottel die Möglichkeit, um diese Karte zu erspielen. Und grundsätzlich ist es so, dass man hier dann sein kleines Nestchen bauen möchte. Man braucht immer einen Grundbaustoff, dann eine Polsterung und hier eben irgendwas, was das Nestchen eben schön macht. Und grundsätzlich ist es so, dass man Farben sammelt, eben am besten mehrere blaue Karten und mit der höchsten Zahl. Es ist sehr kurz, die Anleitung ist sehr klein. Wie immer führt auch ein unserer Maskottchen ein durch die Anleitung, das ist typisch für uns. Hier wäre es unser Maurice, das ist unser kleiner Dodo hier. Und beim anderen Spiel haben wir auch sowas. Ist das gleichzeitig ein Startspieler-Symbol? Oder? Er ist nicht ein Startspieler-Symbol, das ist einfach die Collect, also ist quasi unsere Collectors-Figur, die kann man mit dazu nehmen. Aber grundsätzlich möchten wir es immer ein bisschen persönlicher machen, dass er eben quasi mit so kleinen Zitaten und so weiter und kleinen Tipps einen durch die Anleitung führt und es ein bisschen auflockert, dass das Lesen von Anleitungen nicht immer bloß so stoisch ist. Das ist richtig, das ist schön. Das kennen wir auch, das Problem. Genau. Das ist ja, das wäre eigentlich grundsätzlich wie Dodoresk wäre und funktioniert. Sehr schön. Und jeder, der sich ein Nest bauen will, der guckt mal hier rein. Genau, genau. Der kann hier reingucken. Genau. Und dann haben wir noch das Spiel Valhall hier. Genau, das ist unser erstes Spiel. Das ist ein bisschen größeres Spiel. Man sieht es auch ein bisschen düsterer von den Artworks her. Und da haben wir darauf abgezielt, passend zu den Serien wie Vikings sind wir auf die Idee gekommen. Ja. Spielt zur Anfangszeit der Wikinger. Man ist auf der kleinen Insel Fjörnheim und hat nur so ein kleines Wikingerdorf. Und Ausgang ist eben auch, dass einen dieses Rattatösker hier in der Anleitung erscheint und einen erzählt, dass man in der Nacht einen heiligen Baum gefällt hat, als man mit seinen Kumpels eben getrunken hat in anderen Jahres. Und die Götter sind darüber sehr erbost und man möchte doch bitte die Sache wieder gut machen, sonst wird man nicht in Valhall eingelassen eben. Und da geht es eben los, dass man hier sein kleines Wikingerdorf aufbaut und mit seinen Kriegern und seinen Schiffen dann eben hier raiden fährt, um dann wieder seine Ressourcen zu bekommen. Wir haben es ein bisschen vereinfacht eben auf Gold und Nahrung, baut dann eben simpel seine Siedlung auf und geht wieder raiden eben, um hier in der Gunst der Götter aufzusteigen, bis man gewonnen hat. Okay. Und auch hier ist unser Hauptaugenmerk wieder darauf, den Spieler mehr zu fesseln und mehr einzuführen. Wir finden es immer schade, wenn am Anfang nur so ein kleiner Abriss ist, wie eben das Spiel, das Szenario und ähnliches. Und wir wollten tiefer eintauchen lassen. Also jede unserer über 150 Karten haben eine eigene kleine Wikinger-Story drauf, die einen eben einführt in die Welt, die wieder Zufallsereignisse passieren lassen und ähnliches. Also für Leute, die ein bisschen Role-Playing-Elemente drin haben wollen, auch in ihrem Strategiespiel, für die ist es genau das Richtige. Ist das für 2 bis 4 Personen? Zwei bis vier Spieler, genau, ist richtig. 2 bis 4 Spieler. Auch unter Rest ist auch 2 bis 4. Und geht so bis zu 2 Stunden dann? Anderthalb bis 2 Stunden. Wenn man das erste Mal spielt, ist es immer ein bisschen länger, aber wenn man mal weiß, wie es funktioniert, sind es in etwa 2 Stunden, ja, okay. Wenn man sich die Zeit lassen möchte. Wenn man mal schnell spielen möchte, haben wir es auch so gemacht, dass man eben die Stories überspringen kann, wenn man sie schon kennt und sagt, heute wollen wir nur mal schnell spielen, dann sieht man auch unten immer gleich, was passiert, ohne dass man die Story lesen muss. Okay. Ja. Mit Optimierung. Dann würde ich sagen, Mario, danken wir dir für dieses Gespräch. Vielen Dank fürs Vorbeischauen. Hat mich sehr gefreut. Alles klar. Danke. Danke.